Hallo liebe Modellautofreunde, zurück zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, eine goldene Verpackung, passend zu Weihnachten. Und was sich darin befindet, kann man ja schon sehen, aber was für ein Modell genau, sehen wir nach dem Intro. Bis gleich! So, willkommen zurück. Wie ihr unschwer sehen könnt, handelt es sich heute um einen Maybach, ja, und zwar noch einen echten Maybach, nicht wie jetzt gerade Mercedes quasi die Marke verschluckt hat oder als Luxusausführung benutzt. Das waren damals noch echte Maybachs und es ist ein ganz besonderer, wie ich versprochen habe in einem meiner letzten Videos. Und ich denke, das passt auch zu Weihnachten ganz gut. Das hier ist nämlich einer meiner ersten Modellautos und zwar eigentlich von meiner zweiten Sammlung, muss man sagen. Den hatte ich damals, wo ich noch relativ jung war, mir mal gewünscht. Eigentlich wollte ich den Maybach 62, aber meine Eltern hatten mir damals diesen hier gekauft. Und seit jeher bin ich dann auf der Jagd nach der 62er-Version, ebenfalls natürlich in der goldenen Verpackung. Und zwar mit der helleren Ausstattung, sage ich mal. So, jetzt habe ich schon fast verraten. Heute dreht sich es um den Maybach 57. Und ich zeige kurz die Verpackung. Wie gesagt, es ist sehr schön golden gehalten. Hier das Maybach-Emblem. Oben auch. Hier haben wir nichts. Hier hinten nochmal das Emblem. Die Verpackung ist leider ein bisschen mit Leidenschaft gezogen worden. Und auf der anderen Seite auch nichts. Und auf der Rückseite sehen wir die üblichen Daten. Hier die B-Nummer. Und die Firma. Gateway Global Limited. Beziehungsweise es ist Autoart. Und zwar im Maßstab 1:18. Und ich packe den Wagen jetzt mal für euch aus. Bis gleich. Schauen wir uns gleich am besten die Front an. Hier sehen wir das Maybach-typische Aussehen. Dieser große Kühlergrill und natürlich das Maybach-Emblem obendrauf. Die besonderen Lampen oder Lampenform. Wenn man genau hinguckt, kann man übrigens immer ein bisschen S-Klasse mit drin erkennen. Ja, ansonsten gibt es hier vorne jetzt nicht viel zu sagen. Hier vorne halt nochmal Maybach 57 jetzt Kennzeichen. Schauen wir uns am besten gleich mal den Innenraum an, beziehungsweise den Motorraum. Mach's kurz mal auf. So. Und hier drin schlummert ein sehr großes Aggregat. Ist auch schön gemacht, finde ich, sehr detailreich. Ich zeige es euch mal vom Namen. Ne, kann man machen, ne? Sieht gut aus. So, das war's zur Front. Kommen wir zur Seite und da sehen wir schon diesen typischen Maybach Farbabsetzung bzw. diese geteilte Farbe. Und zwar hatte das designtechnische Gründe und ich habe das nämlich mal in der Zeitung damals gelesen. Das haben sie gemacht, weil der Wagen ansonsten irgendwie zu wuchtig oder zu komisch aussah. Und deswegen haben sie hier einen Farbverlauf mit eingebaut. Und das sehe am besten eigentlich besser aus. Weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt stimmt. Ich habe, wie gesagt, auch schon mal einen in ganz schwarz gesehen. Und da fand ich jetzt nicht unbedingt, dass es schlechter aussah. Ansonsten sehen wir hier schöne Chromleisten, oben und unten. Die mächtigen Maybach-Felgen sehen sehr gut aus. Und das Heck. Das ist das, was mir damals auch besonders gefallen hat. Was man heute übrigens auch wieder erkennen kann, diese durchgezogene Lichtstreifen. Ich sag nur Porsche, ne? Hier die Rückleuchte, markant, ja, das Maybach-Logo. Auspuff hat er keinen, ne? Hier wird eindeutig auf Understatement gesetzt. Der befindet sich unten drunter. Ja, hier könnt ihr sehen. Und ich zeige euch mal den Kofferraum. So. Und ihr seht schon, er ist ausgekleidet mit wieder Teppichimitat. Und hier sogar der Verschluss ist sehr schön umgesetzt worden. Gefällt mir. Hier übrigens auch noch wieder eine Chromleiste. Ja. Die andere Seite sieht genauso aus, nur dass hier noch der Tankdeckel ist. Und lasst uns zur Innenarchitektur, kann man fast schon sagen, des Wagens kommen. Denn die ist nämlich ganz besonders. Ich mache es euch mal auf. So, hier könnt ihr den Wagen von innen sehen.
Und ich war seit jeher ziemlich beeindruckt von dieser Innenausstattung. Also nicht nur vom Modell, sondern auch vom echten. Das hat mir damals sehr gut gefallen. Ich weiß noch, das war die Zeitschrift Automotor Sport. Und ich glaube, das Titelblatt damals hieß My Home, My Castle. Was im Prinzip auf Deutsch bedeutet, ja, mein Haus. Oder mein Zuhause, mein Schloss. Und das ist es nun mal. Nicht nur vom Preis, ne? können wir mal gucken, vorne. Sieht die wirklich ganz, ganz edel aus. Na, mach scharf, so. Die Armaturen sind gut zu erkennen. Das Pedal, innen natürlich wieder Teppich im Metall. Die Tür ist auch sehr schön. Wurzelholz quasi, also beim echten Modell. Und hier hinten können wir die Ausstattung sehen mit den zwei Bildschirmen in der Rücksitzen. Da unten nochmal die Lüftung für hinten, beziehungsweise das, ich glaube, Entertainment-Programm kann man damit auswählen. Die Mittelkonsole und ganz besonders hier oben, Maybach-typisch, die ganze Instrumentalanzeige. Ich glaube, da steht Geschwindigkeit drauf, Temperatur und ich weiß gar nicht, was noch. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hier nochmal die Hecktür. Sieht wirklich schön aus. Na, und hier hinten befindet sich da drin ein Kühlschrank. Und da kann natürlich die hohe Herrschaft auch ihr Champagner oder Sekt kaltstellen. Oder je nachdem, wer das Auto fährt. Und im Modell, wie gesagt, das Innenraum gefällt mir auch sehr gut. Auto atypisch damals, die Qualität sehr, sehr hochwertig. Kann man echt nicht viel beanstanden, meiner Meinung nach. Ja. Schiebedach hat er übrigens auch, wie man sehen kann. Kann man von unten aber leider nicht aufmachen, beziehungsweise reingucken. Ja. Genau. Ja. Das war der Maybach 57, ja. Eines meiner ersten Modellautos, beziehungsweise von meiner neuen Sammlung das erste Modellauto. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Wenn dem so ist, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Na, bleib hier. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Kommentiert das Video, gebt mir Feedback, wie ihr den Wagen fandet. Habt ihr selber einen? Und ja. Ich hoffe, das war ein relativ gutes Weihnachtsspecial. Ist halt ein besonderes Modell, für mich zumindest. Und der Kanal, wollte ich auch noch mal zu sagen, existiert jetzt knapp gut seit einem Jahr. Also zumindest dort, wo ich Content hochgeladen habe. Und ich bin eigentlich relativ zufrieden. Innerhalb von einem Jahr ca. 110 Abonnenten, 114 je nach momentan. Für eine Nische ist das gar nicht so schlecht, finde ich auf Deutsch. Aber da geht doch bestimmt mehr. Und wenn ihr jemanden kennt, der Modellautos toll findet, könnt ihr eigentlich gerne weiterempfehlen. In diesem Sinne, ich möchte mich nochmal bedanken für eure Treue, für das Feedback, was ihr gebt. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Man sieht sich. Bis dahin. Und ob ich das Nachfolgemodell gefunden habe, werdet ihr in einem meiner nächsten Videos sehen. Deswegen abonniert mich. Ciao.